Das ist arschkalt. Hallöchen Leute, hier ist wieder euer Magic Bieber und ich habe ja schon ein paar Mal Taschenlampen vorgestellt, ne? Taschenlampen sind auch eine richtig geile Sache, die sammle ich zwar nicht so gern wie Messer, aber es ist trotzdem so eine schöne erleuchtende Erfahrung, ne? Da hatte ich einmal eine Kopflampe von Through Night und dann hatte ich noch, hier, dieses kleine Ding hier. Das ist eine TN12 und die schafft ungefähr, sagen wir, etwas über 1000 Lumen, ja. Die schafft 4000. Ja, ich sagte Licht und Lumentop hat geantwortet und hat mir diese Taschenlampe hier geschickt. Also die haben mich netterweise gesponsert, die haben mir das geschickt und das ist dann die Lumentop SD75 und das ist ein 4000 Lumen Monster. Nicht umsonst habe ich hier einen großen Alu-Koffer, der ist übrigens ziemlich cool, da kannst du es einfach so mitnehmen, machst du nichts kaputt und hast alles immer beim Mann. Ach ja, ich sollte dazu sagen, der wird so mitgeliefert. Ich habe mir den nicht extra gekauft, um mir da eine Lampe reinzupacken, so bescheuert bin ich nicht. Nein, der war einfach mitgeliefert, was ich ziemlich cool finde. Und da ist dann der ganze Lieferumfang drin, den wir uns jetzt mal schnell angucken möchten. Dann schauen wir mal schnell rein und ach du meine Güte, Lumentop meint es wohl ernst. Da gucken wir uns mal an. Hier unten der untere Teil, schon mal sehr wichtig. So, da kommt die Hand hin. Hier haben wir den unteren Teil. Und was guckt ihr schon raus? Das sind die Lithium-Ionen-Akkus und das sind dann 18650er. Das sind ziemlich gute, geschützte und die gab es einfach mal mitgeliefert in dieser Version. Und die kannst du wirklich, egal wie rum du das reinpackst, es funktioniert trotzdem. Was ich ziemlich cool finde, weil ich vergesse immer, wie rum man das halten muss und dann ist das ziemlich praktisch. Den oberen Teil und, also ihr wisst vielleicht, ne, LED-Lampen, die haben natürlich einen großen Stromverbrauch und die muss man auch ständig kühlen. Und wenn man solche kleinen Lampen hat, die dann ungefähr die gleiche Stärke haben, wie zum Beispiel 4000 Lumen, die werden sehr schnell heiß, die überhitzen sehr schnell und man verbrennt sich die Finger. Umso massiver die Lampe ist, desto besser ist dieser Kühlungseffekt gegeben und ich kriege die Lampe einfach nicht zugeschraubt. So, jetzt geht's. Da haben wir jetzt hier unsere Lampe und ich meine, wenn man jetzt mal, ne, im Fitnessstudio, wenn man die Hantel nicht hochheben will, hier haben wir schon mal unsere eigene kleine Hantel. Okay, jetzt gehen wir gleich vorne weg. 4000 Lumen habe ich hier in der Hand und das ist eine ganze Menge. Also wer jetzt mit diesem Ding einfach nur mal Gassi gehen will oder wer seine Schlüssel nicht findet in dieser kleinen blöden Ecke in der Schublade, der wird das Ding hier nicht benutzen wollen. Nein, das ist ein Flutlicht-Suchscheinwerfer für zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man mal einen mobilen Batman-Strahler braucht, dann hat man hier so ein Ding. Oder wenn man auf dem Boot festsitzt und die Gegend ausleuchten muss. Für sowas ist es geeignet. Und wer jetzt fürs Gassi gehen eine Lampe sucht, tut das dem armen Hund nicht an. Aber eine kleine Funktion möchte ich euch noch schnell zeigen. Man kann hinten nämlich abschrauben. Ja, das ist der krasseste Scheiß, nicht wahr? Also geht auch schön, ist schön eingefettet. Man tut sich ja auch nicht weh, weil es sauber gearbeitet ist. Und dann haben wir hier nämlich die Möglichkeit, das Ganze intern zu laden. Ja, man braucht nicht jedes Mal aufschrauben, sich dann die Ionenakkus rausnehmen und dann in einem externen Ladegerät aufladen. Nein! Müssen wir nicht. Wir haben nämlich hier ein Ladegerät mitgeliefert. Das nehmen wir uns, das kommt dann in die Steckdose und das hier kommt dann hier hinten in die Lampe. Fertig. Problem bei mir war jetzt, ich habe nicht die deutsche Version zugeschickt bekommen. War ja eben gesponsert, nochmal vielen Dank Lumentop, aber habe ich eben mal die hier bekommen und da musste ich einen Adapter holen. Und der hat jetzt wirklich, das ist nicht der Rede wert, hat einen Euro gekostet oder so. Man kann natürlich auch die deutsche Version bestellen, ich gehe mal davon aus, aber falls nicht, für einen Euro so ein Adapter ist jetzt auch, tut jetzt auch nicht so weh. Besonders wenn man mal davon ausgeht, die Lampe kostet ungefähr jetzt auf Amazon 200 Euro. So. Und ich meine, das ist jetzt ein bisschen happig, aber für das, was man kriegt, ist es wirklich gut. Lasst euch erstmal überzeugen. Hier haben wir dann noch ein Autoladegerät, sehr praktisch. Und was man hier auch noch hat, das sind Ersatzdichtungsringe. Falls man die mal verliert oder verspielt, dann hat man hier noch ein paar Ersatzteile. Finde ich sehr praktisch. Zusätzlich, was ich noch eine richtig schöne Spielerei finde, das ist so richtig schön. Wir haben eine Lampe. Ja, eine Lampe in einer Lampe, eine Lampenception. Und die funktioniert dann mit Hilfe einer Powerbank. Da kann ich vielleicht mal ganz kurz erzählen. Ihr kennt vielleicht Powerbanks, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel im Auto unterwegs bin, ne? Keine Ahnung, im Wald. Und dann geht mir der Handy-Akku aus. Dann nehme ich mir, keine Ahnung, sagen wir, das Ding hier, stecke da mein Handy-Ladekabel ran und dann kann mein Handy geladen werden. Ja, jetzt nehmen wir uns diese Lampe, stecken das hier rein und schon wird sie mit Strom betrieben und wir haben eine kleine Leselampe. Aber hier hinstellen und dann auf die Buchseite. Denn so ein 4000-Lumen-Ding kann man da schlecht benutzen für. Und naja, die habe ich von Anker, die habe ich auf den Videos geschenkt bekommen, leistet mir auch gute Dienste. Und ich meine, da sind jetzt 4 Handy-Ladungen drin in dem Ding. In unserer großen Lampe, da passt bestimmt ein bisschen mehr rein. Und jetzt mit unserer riesigen Powerbank kann man das natürlich mal schnell ausprobieren. Einfach mal reinstecken und nichts passiert. Ja, zuallererst habe ich tatsächlich gedacht, dass die Lampe kaputt ist. Nach ein bisschen Rumspielen ist mir aufgefallen, dass hier unten ein Knopf existiert. Wozu existiert er? Ganz einfach, um gedrückt zu werden und dann passiert Folgendes. Ja, jetzt wird der Strom freigegeben, jetzt leuchtet die Lampe und das ist natürlich auch sehr praktisch. Auch praktisch ist, dass man hier 2 Ports hat. Das heißt, ich kann nebenbei, keine Ahnung, neben der Lampe noch mein Handy aufladen. Das ist natürlich auch eine geile Sache. Ist das Zelt ausgeleuchtet und ich kann mein Handy benutzen.
Außerdem wird uns noch angezeigt, wie viel Strom wir hier drauf haben in 25% Schritten. Und das ist auch wichtig. So können wir nämlich besser mit dem Strom haushalten, denn so ein 4000 Lumen Monster Ding verbraucht eine Menge Strom. Ich glaube, das leuchtet ein. Aber um den Strom zu sehen, müssen wir nicht immer hier diese Kappe abschrauben. Nein, wir können das drauf lassen. Und dann sehen wir hier durch dieses kleine Sichtfenster noch, wie viel Strom wir haben. Auch noch eine nette kleine Idee, man kann nämlich diese Monsterlampe einfach auffangen an diesem kleinen Loch. Aber das ist nicht das Einzige, wir können es abschrauben und dann haben wir da Platz für ein Stativ. Na gut, Platz ist relativ, also das Gewinde passt auf jeden Fall. Ich habe es mit meinem Stativ ausprobiert. Problem war, der Kopf von unserem Stativ, der war so groß, dass es gegen die Kühlrippen gestoßen ist und dementsprechend nicht angeschraubt werden konnte. Man bräuchte da also einen relativ schmalen Stativkopf und das hat nun mal leider nicht jeder. Dementsprechend eine nette Idee, ein bisschen blöd umgesetzt, aber bei wem es passt, der kann es gerne mal ausprobieren. Und in unserem Alu-Koffer hätte eigentlich noch was dabei sein müssen, habe ich jetzt leider verschlampt. Das war nämlich eine Bedienungsanleitung, die wäre auch relativ kurz und in Englisch. Ja, ist mir abhanden gekommen. Was mache ich jetzt? Jetzt muss ich die ganzen technischen Daten selbst erschließen. Was ich auf jeden Fall nachgesehen habe, die Lampe ist tatsächlich 25 cm groß und ungefähr 1,1 kg schwer, was ein ordentliches Teil ist. Zusätzlich kann ich nochmal erwähnen, nochmal die 4000 Lumen. Ja, das ist kein Spielzeug. Ich meine 4000 Lumen, damit könnt ihr massiven Schaden an den Augen anrichten und besonders nachhaltigen Schaden an den Netzhäuten und das wünsche ich wirklich keinem. Und die Lampe hat dann drei Leuchtstufen, die können wir erreichen, indem wir hier unten einmal gedrückt halten auf diesem Knopf, da müssen wir ein bisschen Vorwarnzeit, so. Ah, haben wir jetzt ungefähr 2 Sekunden Zeit und dann haben wir da die kleine Stufe. Die hält durchgängig für ungefähr 50 Stunden und dann können wir nochmal einfach so draufdrücken, dann sind wir auf der mittleren Stufe. Ja, jetzt wird schon mal ein bisschen döller und die wird auch ein kleines bisschen warm in der Hand. Nicht schlecht, also wenn man mal einen Handwärmer braucht, kein Problem. Und wenn wir dann nochmal, also der hält dann für 8,3 Stunden. Und wenn wir jetzt nochmal draufdrücken, dann kommen wir zum großen Höhepunkt, nämlich piu, zum Mega-Modus, wie ich ihn gerne mal nenne. Und der hält dann für nur 2,7 Stunden, aber ist dafür schon mal ein ordentliches Ding. Und so wie sie jetzt ist, reicht das Licht ungefähr 650 Meter weit. Ja, das ein Ding. Und jetzt nochmal eine kleine Warnung für Epileptiker. Es gibt hier nämlich einen Strobo-Modus und den möchte ich jetzt zeigen. Also, falls ihr Epileptiker seid, ein bisschen vorspulen. Okay, dann drücke ich jetzt mal hier im Doppelklick drauf, wenn also schon das Licht leuchtet. Doppelklick und dann, ja, haben wir den Strobo-Modus. Einfach nur mal raufdrücken und dann können wir davon wegkommen. Und um die Lampe jetzt auszuschalten, drücken wir einfach nochmal kurz und jetzt geht's wieder aus. Und das Beste, die Lampe merkt sich sogar, auf welcher Stufe du sie ausgeschaltet hast. Sie merkt sich die letzte Einstellung. Wenn ich jetzt also wieder anschalte, dann ist sie auf dem Mega-Modus, da wo ich sie gelassen habe. Nur in den Stroboskop-Modus lässt sie sich dann leider nicht setzen. Und was auch noch ziemlich cool ist, hier oben haben wir am Lampenkopf noch so ein paar kleine Riffel. Dann können wir nicht einfach nur Steine zerkloppen. Nein, wenn ich als total vergesslicher Mensch einfach die Lampe hier drauf lasse und sie aus Versehen angeschaltet gelassen habe, ne, dann würde sie sich entladen, ich würde das nicht sehen und dann habe ich die Lampe nicht, wenn ich sie brauche. Ja, aber da hier diese Riffel sind und ich das Licht anschalte, dann sieht man das. Kann ich also nicht vergessen, was ich als sehr vergesslicher Mensch sehr praktisch finde. Ich hatte ja von Anfang an hohe Erwartungen an dieses Gerät, denn ich meine, es kostet 199 Euro und für den Preis muss die Lampe auch liefern. Und das hat sie auch. Ich meine, guck dir das mal an, es sieht ja schon ein bisschen brutal aus. Das sieht aus wie ein großer Knüppel und es ist tatsächlich sehr fein gearbeitet. Ich meine, man schneidet sich hier nirgendwo und ich bin ja so ein Kandidat, ich lege es immer drauf an. Egal was man hier macht, man schneidet sich nicht dran. Schrecklich, nicht wahr? Sogar die Gewinde, die sind natürlich von Werk aus gefettet und die greifen auch sehr gut ineinander, weil sie schön fein gearbeitet sind und funktioniert alles einwandfrei. Und um es nochmal deutlich zu sagen, diese Lampe ist groß, sie ist schwer und bietet eine Lichtmenge von 4000 Lumen, welche man als Otto-Normalverbraucher überhaupt nicht benutzen kann. Was will man auch damit? Wenn man eine ganz normale Taschenlampe haben möchte, ne, dann nimmt man sich sowas hier. Das hier, wozu braucht man das? Keine Ahnung. Das könnt ihr benutzen, um zu Weihnachten den Stern von Bethlehem an die tiefhängende Wolkendecke zu projizieren. Oder, ja, was ich ziemlich cool fände, mit der besten und heftigsten Powerbank eures Lebens bei euren Freunden anzugeben. Ansonsten kann ich mir da auch nichts vorstellen. Aber jetzt kommen wir zum spannenden Teil, denn jetzt gehen wir mal ganz kurz raus und probieren aus, was das Ding so in der freien Natur anrichtet. Viel Spaß! Boah, na, aber Taschenlampe ist aber auch geil, oder? Da bin ich ja gar nicht mehr zu sehen hier. Ja, mit der kleinen kannst du vielleicht Gassi gehen, aber mit der großen kannst du ganze Wandergruppen durch die Wildnis führen. Machen wir die Bäume hier. Boah. Und jetzt in den Wald rein. Aus diesen alten Kriegsfilmen, diese Suchscheinwerfer, ne? Genau das ist das. Mal nach links in die Ferne gucken. Wie viele Meter sind das? Wahnsinn. 650, das sieht man bis nach Wolfenbüttel. Nach Bielefeld? Turbomodus ist schon so sein Spaß, ne?
So, kleines Experiment. Ist arschkalt. So, hier befindet sich gerade euer Magic Beaver mitten in einem gruseligen Wald und ich suche gerade den Ausweg. Ich habe bereits 3 Zettel gefunden und ich werde immer weiter verfolgt. Ich habe leider keine Ahnung, was es zu bedeuten hat. Hätte ich doch nur mehr YouTube Let's Plays geschaut. Was war das? So, das war dann jetzt auch mein Review zur Taschenlampe. Es hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, mit Ausnahme der abgefrorenen Hand. Wir mussten es ja unbedingt im Winter machen. Nun aber an sich eine richtig geile Taschenlampe, besonders im Preis-Leistungs-Verhältnis, was wirklich toll ist. Das einzig Blöde ist eben, dass sie so besonders groß ist und dass man sie so schlecht für irgendwas gebrauchen kann. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wofür ihr so eine Taschenlampe benutzen würdet, wenn ihr sie bekommen könntet. Apropos bekommen könntet, die könnt ihr dann nämlich bei Amazon bestellen. Ich habe euch mal einen Link in die Beschreibung getan, einfach mal vorbeigucken. Und würde ich sagen, das wäre es dann auch mit diesem Video. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann und macht's wie ich und beißt euch durch. Euer Magic Beaver. Ciao.